Einen wunderschönen guten Morgen. 20. Dezember. Fantastisch, dass wir wieder alle zusammenfinden heute Morgen. Es geht um ein Uhrenarmband. Und genau genommen geht es um dieses hier. Das ist von der Firma Nomad. Ich glaube, ich muss ins Mikrofon sprechen. Ein Sportband. Ein sehr, sehr rugged Sportband für Apple-Uhren. Apple Watches jeder Generation. Die lassen sich dort anbringen in zwei verschiedenen Größen. Also das ist jetzt nicht speziell nur für die Ultra, sondern das kann man auch für die Series 8 und 7 und was davor so kam, verwenden. Das hat so einen kleinen Pinökel, den hier, der rastet dann in das Armband ein und hält es fest und dann steckt man das so unter, wie man das auch vom Silikonarmband von Apple kennt, von den ersten, den allerersten Armbändern, die ja wirklich spektakulär waren, so lange wie die sich halten, der Mechanismus ist einfach fantastisch. Also man steckt es einfach unter, es ist so mit einer Hand anzubringen, kein großer Aufwand und es ist, und das ist ein bisschen speziell, es ist sogenannt aus einem sogenannten Fluor-Kautschuk. Das ist nicht einfach irgendwie Silikon, sondern das ist so ein silikonähnliches Material, was man auch aus der Uhrenwelt, an anderen Uhren kennt man das. Das ist so sehr widerstandsfähig, es ist so rugged, es ist so ölabweisend und gegen irgendwelche Verformungen gefeilt. Und es gibt es natürlich in verschiedenen Farben. Das ist hier Marienblau. Und also Salzwasser kann es ab und lässt sich leicht abwischen, lässt sich leicht anlegen und ist sehr atmungsaktiv und leicht. Also es ist ein ganz interessantes Material meines Erachtens und ich finde, es passt sehr gut zu der Ultra. Es ist ein eher rustikales Armband, würde ich es fast nennen. Und um Variationen bin ich aber sehr dankbar, weil Uhrenarmbänder kann man einfach nicht genug haben. Was ich anmerken möchte, ist, dass es ein durchaus langes Armband ist. Es gibt da keinerlei Größen, was die Länge betrifft. Und wenn man zarte Handgelenke hat, dann steckt sich das Armband hier unter und stößt so fast an. Also bei mir ist es dürfte nicht länger sein. Das muss man wahrscheinlich ausprobieren. Es gibt sicherlich auch Angaben auf der Webseite dazu. Aber wenn man sehr dünne Handgelenke hat, dann ist man da vielleicht in der Situation, dass es sich zu sehr, ich versuche es mal zu zeigen, zu sehr einsteckt und dann stößt es an. Bei mir klappt es gerade so und deswegen ist es eins meiner favorisierten Armbänder schon nach kurzer Zeit geworden, muss ich sagen. Fässt sich gut an, liegt weich auf, ist aber sehr, sehr widerstandsfähig. Von Nomad, ein Sportband. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen an dieser Stelle wieder.